Ich komme aus Berlin und bin in einem katholischen Kinderheim groß geworden, wo die Mädchen reihenweise mitunter in die Psychiatrie gezwungen worden sind, wenn sie nicht so funktioniert haben, wie es sollte. Da war so ein Jürgen Mies vor allem daran beteiligt, der Kontakte zu Psychiatrien hatte. Mitunter kam ich dann in eine WG, Leben lernen e.V., da hat Gabi Fischer gearbeitet. Die hat die Frauen ja dazu ermuntert, Drogen zu nehmen und sie alle so ein bisschen zusammengezwängt, damit sie gemeinsam in eine Kneipe gehen, Geisterbahn, heute Queen's Pub, wo Zuhälter waren, die mich unter Drogen gesetzt haben, wo ich dann mich nicht mehr daran erinnern kann, was passiert ist, wo ich dann denke, ich wurde auf den Strich geschickt und von mehreren Männern vergewaltigt. Daraufhin habe ich eine Macke bekommen. Diese Gabi Fischer, die hat mich dann praktisch in die Psychiatrie geprügelt, meinte, ich würde durchdrehen. Der mich mitunter unter Drogen gesetzt hat, hieß Raphael Wolfram aus Berlin. Irgendwie kam ich da raus, bin nach Subice in Polen, habe in eine Kneipe mit ein paar Leuten Schlägerei angefangen. Die Polizei hat mich abgeführt in Subice. Die haben mich wieder unter Drogen gesetzt. 2 Tage lang kann ich mich an gar nichts mehr erinnern. Ich vermute, dass da genauso Prostitution, Menschenhandel mit mir stattgefunden hat. Dann kam ich in Obdachlosigkeit, dann kam ich in die Psychiatrie. Dort wurde mir die Diagnose Schizophrenie gegeben. Man sagte, ich hätte mir alles eingebildet und ich sei krank. Und dann kam Bluttests und was weiß ich und eine Betreuung. Ich war im Bundeswehrkrankenhaus, dort wurde ich auch mit Tabletten zugestopft. Es hat mir nie eine zugehört. Man hat immer nur gesagt, du bist schwer krank, unheilbar krank, für immer krank, ganz doll krank, schlimmer geht's nicht. Ich habe eine Betreuerin bekommen, eine gerichtliche, Katrin Erpelt aus Berlin. Die hat mir alles abgenommen, praktisch. Betreuungsrecht, Unterkunft, Rechnung, Amtssachen. Ich habe keine Post mehr bekommen, die hat sich um alles gekümmert. Auf einmal kam die Polizei, die wollten mich in den Knast stecken für 3 Wochen, weil ich eine Taxifahrt nicht bezahlt habe, obwohl die Post die Betreuerin bekommen habe. Das heißt, durch sie kam ich dann auch noch schön in den Knast. Eine Entschuldigung habe ich nie von der bekommen, habe dann eine nächste Betreuerin bekommen, Anke Buda. Die hat sich gar nicht für den Frauenhandel interessiert, aber wenn mir stattgefunden hat, war immer zugestopft mit Pillen, die meinte nur, ich hätte es gut. Eigentlich glaube ich selbst, dass mein Bruder, der bei den Hells Angels ist, der erniedrigt mich nämlich ständig, der beschimpft mich, ist eigentlich froh, wenn ich mich erhängen würde. Meine Schwester empfiehlt mir ständig die Psychiatrie. Andreas Gregor von Bundeswehrkrankenhaus ist Therapeut heute, meint, ich bin super krank, müsste 6 Jahre Therapie machen. Mein behandelnder Arzt ist Georg Luspinski, meint, ich bin super krank, müsste Therapie machen, Tabletten schlucken. Zurzeit habe ich einen Vermieter, der ist Rechtsanwalt Volkmar Görtler, gekündigt, weil sich Angelika Brockmüller beschwert hat, ich würde zu laut laufen, es würde stinken, sie rufen wegen jenen Blödsinn die Polizei. Ich habe einen Freund gehabt, heute Grabarek, der hat mich geschlagen, ich habe das Gefühl, das war mit Absicht. Die Polizei stürmte meine Wohnung und drohte mir wieder mit der Psychiatrie. So, jetzt habe ich die Wohnung verloren, bald steht eine Räumungsklage an und ich habe das Gefühl, diese Scheiße nimmt kein Ende.